Das bedeutet so viel wie großer Fuß auf Schottisch-Gälisch. Ich weiß nicht, ob das ein guter Name ist für einen weiblichen Bronto, ne? Also du hast für einen Bronto hast du ja sehr zierliche Füßchen. Hallo und herzlich willkommen zu Arc Extinction. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Extinction bezieht sich in diesem Fall nicht auf das Aussterben der Dinosaurier, sondern auf das der Menschen. Das musste ich heute wieder schmerzlich feststellen. Technisch gesehen sind auf diesem Server die Menschen heute schon wieder einmal ausgestorben. Und zwar wurde ich mit Helga von einer 150er Wyvern überrascht. Und das haben wir natürlich wieder nicht überlebt, wie man sich vorstellen kann. Das heißt, wir haben schon wieder eine Eule verloren. Leider. Kann ich nicht ändern, das ist echt mega brutal hier. Ich bin hier in einer der gefährlichsten Gegenden der Map unterwegs und guck einfach mal so ein bisschen nach neuen Tames. Wir wollen natürlich ein paar gute Rexe, wir wollen auch ein paar gute Gigas früher oder später. Und das hier ist, glaube ich, eine ziemlich gute Location, um danach zu suchen. Das Problem dabei, hier spawnen halt überall Corrupted Wyvern. Und wenn man da von so einer 150er Wyvern oder Wyvern erwischt wird, dann sieht es mit der Eule ziemlich schlecht aus. Genauso beim Archie natürlich. Da sind schon wieder jede Menge hinter uns. Nichts wie weg. Also, es gibt keinen Flieger auf dieser Map, den man zähmen kann, der schnell genug ist, um von diesen Wirbeln wegzukommen. Das ist so ein Problem, was wir haben. Das heißt, wir müssen die eigentlich immer besiegen, wenn die uns erstmal aggroen. Und eine 150er ist schon eine ziemliche Ansage. Das ist ziemlich brutal. Und da haben wir echt schlechte Karten. Hier sind halt auch sehr viele Corrupted Dinos unterwegs, das heißt, die meisten Spawns sind nicht so interessant für uns. Die sind so schnell, die sind einfach plötzlich da und dann ist es vorbei. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein guter Plan ist, hier was zu zähmen, aber ich glaube, Gigas gibt es fast ausschließlich hier. Also hier gibt es eben auch normale Gigas, nicht nur Corrupted Gigas. Hauptsächlich Corrupted, aber es gibt auch ein paar normale hin und wieder. Und es wäre natürlich richtig cool, wenn wir uns da mal irgendwann ein organisieren könnten. Naja, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir einen guten Giga zähmen wollen, Giga Kibbel, das heißt Exceptional Kibbel, und dafür brauchen wir entweder Quetzel, Bronto oder Rex-Eier, sonst können wir dieses Kibbel nicht herstellen. Und dementsprechend sollten wir auch mal gucken, dass wir vielleicht so ein paar Brontos und Rexe noch ranbekommen. Vielleicht ein Quetz, das wäre auch super gut. Hier gibt es ja auch ab und zu so Quetzels, die sind, glaube ich, immer, also wir haben da über der Stadt mal welche gesehen, ne? Ich glaube, wir haben im Osten der Stadt schon mal einen gesehen, oder? Nee, ich glaube, das war im Westen der Stadt. Da vor uns. Da flog mal irgendwo einer durch. Das wird auch super schwer, die zu zähmen, aber wir sollten es auf jeden Fall mal versuchen, wenn wir wieder einen sehen. Einfach, weil die super praktisch sind. Wir wollen natürlich wieder Quetzals, wenn es geht. Und natürlich legen die wichtigen Eier für unser Kibbel. Da hinten ist die Wirbeln schon wieder. Die ist fast schon wieder da, wo wir eben gesessen sind. Ich habe eine super lange Einkaufsliste. Das Problem ist, hier gibt es halt leider keine richtig guten Discounter in Ark. Das heißt, wir müssen uns die Viecher alle selber sammeln. Und ich finde nicht wirklich viel Gutes, ehrlich gesagt. Ich suche immer noch nach guten Gasbags. Da habe ich schon wieder hunderte abgecheckt und die sind alle nur Level 20 bis maximal 50. Das eben war schon was richtig Gutes. Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es Gasbags in guten Level reichen gibt. Das ist die höchste Gasbag, die ich je gesehen habe. Level 100. Die ja, man muss nur ein bisschen jammern, das hilft. Ich habe wirklich noch nie eine Gasbag über vielleicht Level 60 gesehen. Kann ich mich nicht erinnern. Das ist auf jeden Fall die beste. Oh, wie kriegen wir die hier heil raus? 15? Oh, wieso jammert er? Wir haben Durst. Schnell was trinken. Und dann würde ich die jetzt einfach mal anpieksen. Und dann hoffen wir, dass die irgendwo hinfliegt, wo sie sicherer ist als hier. Mal gucken. Pieks. Die. Oh, sie hat sich erschreckt. Und jetzt kommt sie zu mir, oder wie? Wieso kommst du denn zu mir? Was willst du denn von mir? Ich piekse dich doch nur. Die. Ich glaube, die will mich anpusten. Aber die kommt hier eh nicht hoch. Die hat nicht genug Boost. Ja, dann zählen wir die halt hier, ne? Wenn ich den Felsen verfehle und die Raupe treffe, dann könnte das funktionieren. Aber ich hoffe, die fliegt dann nicht noch tiefer rein in die ganze Geschichte. Wir müssen immer nach
Wyvern Ausschau halten und dürfen die Raupe nicht aus den Augen verlieren. Wo zum Teufel ist die Raupe hin? Ist sie da vorne? Ist das... Das ist unsere Raupe. Die wird jetzt von Trikes auseinandergenommen. Können wir dir helfen? Ich weiß nicht. Also zähmen wird hier wieder sehr schwierig, das sehe ich jetzt schon. Okay, sie fliegt. Da vorne. Wir müssen sie verfolgen. Schnell. Komm, Agatha. Okay. Wir verfolgen die bestmöglich und versuchen, die in Richtung Stadt zu treiben irgendwie. Ich glaube, die hat jetzt Angst vor uns. Die hat genug Torpor, um ein bisschen Angst zu kriegen. Hier ist irgendwo die Wyvern unterwegs. So. Und? Nochmal pieksen. Pieks! Oh, die hat gerade alles ausgehaucht. Jetzt kann sie sich nicht mehr gegen die Trikes verteidigen. Das ist natürlich nicht so schlau. Und wegfliegen kann sie auch nicht. Bam! Das Problem an den Corrupted Dinos ist, dass die alle so super high level sind. Okay, Level 10. Oh je. Leg sie weg. Die halten meistens wirklich viel aus. Okay, da ist die Gasbag. Dann pieksen wir sie nochmal. Nächster Piekser. Ich traue mich überhaupt nicht abzusteigen eigentlich. Oh oh. Magst du mich? Das ist gut. Du machst eh keinen Schaden. Wenn sie jetzt wieder aggro, dann will ich sie Richtung City treiben. Das ist also wichtig. Ja, puste wieder. Das ist gut. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Wir haben sie ausgetrickst. Hinterher. Dann versuchen wir jetzt mal eine High-Level-Gasbag zu zähmen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, wenn das funktioniert. Oh, das ist ein Teresino. Sehr interessant. Was machst du denn? Die Raupen sind manchmal so ein bisschen verwirrt, habe ich das Gefühl. Da ist noch eine Raupe, ne? Aber ich glaube, die helfen sich nicht. Wo willst du denn hin? Willst du nicht lieber Richtung City gehen? Oh, sie ist down, sie ist down. Nice. Raupe down. So. Können wir dir irgendwas richtig Cooles zu futtern geben? Ich glaube nicht, ne? Wir geben dir einfach Beeren. Und hoffen, dass wir hier so lange überleben, bis die ausgezähmt ist. So ist der Plan. Irgendwas Gefährliches? Ein Teresino, ne? Sieht eigentlich gut aus. So. Die schläft einen Moment. Haben wir irgendwie... Ne, Narcotics haben wir immer noch nicht dabei. Ich muss unbedingt wieder Narcotics mitnehmen. Oh. Also eine ziemlich unentspannte Location. Aber die Raupen, die High-Level-Raupen, die sind so selten, das kann man sich nicht aussuchen. Die müssen gezähmt werden, egal wo sie rumliegen und rumfliegen. Okay. Ich denke, das sollte ich hinkriegen. Die kriegt jetzt Measure Berries. Ich glaube, die mögen Measure Berries. Taming 0%. Das ist eine Level 100er. Mit Bären wird es ziemlich lange dauern. Aber Kibbel habe ich jetzt für die nicht mitgenommen. Wir sollten uns mal eine Riesenladung Kibbel craften eigentlich. Zumindest die Low-Level-Kibbles könnten wir jetzt alle herstellen. Glaube ich, wir haben genug Eier. Wir haben ja so ein paar, zum Beispiel Skorpione und sowas stehen. Wir könnten uns auch immer noch, so wie früher, das Skorpion-Kibbel herstellen zum Beispiel. Und damit dann, ich glaube, das ist das Rex-Kibbel, ne? Ich glaube, damit könnten wir die Rexe zähmen. Oh, da läuft einer. Level 20. Na gut, den lassen wir da mal weiter rumlaufen. Okidoki. Oh, da ist irgendwas Corrupted-mäßiges. Trike, okay. Das sollten wir schaffen, notfalls. Wo ist der Teresino? Was bist du für ein Level? Teresino, wo bist du? Da ist er. Level 15. Oh, da ist ein Thylacoleo. Die sind gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Oh, ich höre da was. Nein, geh weg. Wo bist du denn gespawnt? Du hast die Raupe getreten. 58%. Oh je. Also mit dem Spawn habe ich auch so meine Probleme hier in Extinction. Der Spawn ist eine Riesenkatastrophe. Die Dinos spawnen überall, kreuz und quer, egal wo man ist. Die spawnen einfach direkt neben einem. Das Strike hätte ich jedoch eigentlich sehen können. War das das Gleiche, was uns schon vorher verfolgt hat? Hat es sich irgendwie angeschlichen?
Nee, das läuft da vorne noch rum. Also das muss auch wieder neu gespawnt sein, ne? Ich hab doch die ganze Zeit geguckt. Das kann ich doch nicht übersehen haben. Oh je. Erstmal Brotzeit machen. So, wir sind wieder einen Schritt weiter. Ich habe jetzt auch Preserving Bins aufgestellt. Wir haben im Kühlschrank schon so ein bisschen von diesem Cooked Meat Jerky. Prime Meat Jerky fehlt uns noch. Das wird hier gerade hergestellt. Hier wird Cooked Meat hergestellt. Also Cooked Meat Jerky und hier dieses Prime Meat Jerky. Und dann brauchen wir noch so ein paar andere Ressourcen, um uns das Superior Kibble herzustellen. Das ist eine Stufe unter diesem Giga-Kibble, glaube ich. Und dafür brauchen wir dann ein bisschen kleinere Eier, zum Beispiel die vom Argy oder die von Spinos. Aber ich glaube, unser Spino ist ein Männchen, ne? Wir haben auf jeden Fall ein Argy-Ei, wir haben so ein Snow-Owl-Egg, das können wir auch verwenden. Und Enki geht, glaube ich, nicht. Argy geht. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch so an Eiern haben. Wir haben noch den anderen Kühlschrank stehen, da sind bestimmt auch so ein paar drin, dass wir da vielleicht doch so ein paar mittelgroße Eier zusammenkriegen, um uns dieses Superior Kibble zu basteln. Und das könnten wir verwenden, um diese 100er Gasbag zu zähmen. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt einen Kibble an den Start kriegen. Ich habe jetzt mal Karotten mitgenommen für einen Moment. Außerdem habe ich so ein paar Narcotics und so ein paar Stimulants mit eingepackt. Jetzt fliegen wir erstmal wieder zurück und wecken die wieder auf, hätte ich gesagt. Weil 50% ist echt zu wenig. Die wurde jetzt von dem Trike gehittet. Ich denke, wir versuchen die weiter in Richtung City zu treiben. Ich hoffe, das geht gut. Wir werden sehen. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir das dann, die nochmal zu legen und dann mit 100% oder zumindest irgendwie in den 90ern, 80ern auszuziehen. 50% ist mir echt zu wenig. Bei so einer guten Raupe, da gehen unendlich viele Levels verloren. Da ist ein 135er Bronto. Oh, okay. Oh je. Bronto. Der braucht wahrscheinlich auch Superior Kibble oder vielleicht sogar Exceptional. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Müssen wir nachgucken. Auf jeden Fall braucht der ein Kibble, was wir noch nicht haben. Boah, sieht der cool aus. Schaut euch diesen Tech Stego an. Davon gibt es zwar unglaublich viele, aber der sieht schon besonders cool aus, ne? Das ist jetzt ein Level 96er. Ist auch nicht schlecht. Oh. Oh je. Also ich denke, wir werden sehr viele Dinos zähmen in den nächsten Folgen. Wir brauchen unbedingt jede Menge Dinos, die uns Eier legen. Der Bronto wäre jetzt wahrscheinlich ein Männchen, oder? Das ist ein Weibchen. Den müssen wir auf jeden Fall zähmen. Dass wir so ein paar Bronto-Eier ranbekommen. Und ein 135er Bronto ist natürlich auch ziemlich cool. Mit dem kann man dann schon langsam was machen. Oh. Was macht denn die Defense-Unit da? Was machen die denn? Die rollen nicht mehr, sondern die gleiten irgendwie auf ihren Beinen durch die Gegend. Das ist, glaube ich, ein komischer Bug beim Reinladen. Das habe ich auch noch nie gesehen vorher. Na gut. Dann wecken wir jetzt die Raupe wieder auf. Ich hoffe, dass es da immer noch halbwegs ruhig ist in der Gegend. Da ist ein Kano unterwegs. Was bist du für ein Level? Du bist Level 15. Nicht so spannend. Und gucken, was das für welche sind. Vielleicht ist der Fluch jetzt durchbrochen und wir finden mehr High-Level-Raupen. Mal gucken. Level 100, das wird mir vollkommen ausreichen. Eine 100er Raupe ist super, mit der können wir alles transportieren, was wir irgendwie von A nach B bringen müssen irgendwann. Oh, die sehen so cool aus, diese ganzen Corrupted Dinos. Der ist lila und gelb. So, ich glaube, da unten müsste der liegen, ne? Unsere Gasbag. Oh, da ist schon wieder so ein Trike. Nicht gut. Wollen wir hier eine Zwischenlandung machen? Da ist der Teresino. Wo ist denn? Oh, ich hoffe, ich verliere nicht die Orientierung. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Oh, oh. Seht ihr? Oh, da bewegt sich irgendwas. Das ist nur die Blume, ne? Die... Das ist echt ein bisschen nervenaufreibend hier draußen. So, ein paar Meter weiter. Ich glaube, da liegt sie, ja. Dann haben wir sie gefunden. Hier ist noch alles safe, alles gut. So wie ich es verlassen habe. Da lief noch so ein T-Rex rum, den könnten wir uns nochmal angucken. Oh, na gut, hat sich erledigt. Sie ist ausgezählt. Es ging doch deutlich schneller, als ich gedacht hätte. Dann nehmen wir die jetzt einfach auf Follow. Und die wird uns dann wahrscheinlich irgendwie auf dem Boden hinterher krebsen. Das ist natürlich ziemlich unpraktisch.
Ich denke, wir packen die ein, das ist das Sicherste, dass der nichts passiert. Na gut, aber fürs nächste Mal haben wir dann auf jeden Fall Kibbles, hoffentlich. Wir sind dran und dann müssen wir uns einfach mal so ein bisschen hier, ja, professionalisieren allgemein. Wir müssen mal gucken, dass wir die ganzen neuen Kibbles an den Start kriegen, dass wir die Dinos dann auch mal auszähmen können, gescheit, falls wir da richtig gute sehen. Die nehmen wir mit, die brauchen wir gleich wieder. Oder wir nehmen Gemüse wahrscheinlich. Das ist einfach ein bisschen wertvoller, ein bisschen besser, funktioniert ein bisschen schneller. Und dann würde ich jetzt den Bronto auf jeden Fall auch noch auszähmen, dass wir so einen guten Bronto haben. Und vielleicht diesen coolen Stego. Dann haben wir auf jeden Fall genug Stegos. Ich glaube, wir haben schon einen Tech-Stego. Und ich wusste auch noch gar nicht, dass man Tech-Dinos mit normalen gar nicht verpaaren kann. Das habe ich bis jetzt noch nie ausprobiert. Ich habe aber jetzt gesehen, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das habt ihr auch schon mal in die Comments geschrieben irgendwann. Die sind nicht verpaarbar. Das heißt, das sind praktisch unterschiedliche Spezies, wenn man jetzt einen Tech-Rex und einen normalen Rex hat. Die haben nichts mehr miteinander zu tun. Da gibt es also auch keine Junge. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Aber was will man machen? Da müssen wir halt mehr Tech-Dinos zähmen, ne? Die... Da sind auch noch so ein paar richtig coole Farbige hier bei uns unterwegs. Vor allem so bunte Petris. Mal gucken, ob wir da irgendwo noch einen guten sehen. Jetzt nehmen wir erstmal den Bronto mit. Feuer frei! Wir haben ja zum Glück genug Darts dabei. Die waren ja eigentlich für was Größeres, Aggressives gedacht. Oh oh, die Drohne flaggt uns hier. Das heißt, da könnte irgendwann so ein Enforcer auftauchen und Stress machen. Mal gucken. Die Bronto ist gleich da. Nichts wie weg. Den ziehen wir mal Richtung unserer Basis hier direkt. Ich glaube, das ist am sichersten, wenn wir den hier direkt bei uns ablegen. Oh, da ist so ein Enforcer, da müssen wir aufpassen. Die werden böse, wenn die Drohnen hier melden, dass wir böse Sachen machen. Go, 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 lad nach. Endlich. Immer noch alles safe? Oh, der Bronto braucht lange. Aua. Und er hat eine große Reichweite. Ich denke, wir stellen uns mal hier oben irgendwo hin, vielleicht auf unser Haus und schießen von oben runter. Das könnte doch ganz gut funktionieren. So. Dann kann der Enforcer uns gar nichts tun. Oder vielleicht doch. Er versucht es zumindest. Wow. Er macht unsere Wände kaputt. Crazy Enforcer. Aua, au. Au, au, au. Was ist das? Oh, die sind echt unentspannt. Was geht denn? Den bauen wir ab. Die kann man ja jetzt abbauen. Die haben gute Ressourcen dabei. Lohnt sich das wenigstens. So. Und ein cooler Blueprint. Geh jetzt weg, die Drohne hier schon wieder. Macht immer Stress. Die. Mal gucken, was das für eine war. Scout Level 10. Nicht so super spannend. Bleibt mal stehen, was macht ihr hier? Wir gehen alle spazieren. Von hier oben kann man das eigentlich ganz gechillt machen, denke ich, oder? Solange der uns unsere Basis nicht auseinander nimmt, müsste das ganz gut funktionieren. Mal gucken, ob wir... Ne, ich glaube, der Stego ist außer Reichweite, leider. Das wäre natürlich noch praktischer. Oh, ich glaube, der will unsere Basis auseinandernehmen. Nee, der ist friedlich. Alles gut. Der erreicht uns nicht so. Nice. Super cool. Ist natürlich schon praktisch, wenn die Dinos direkt vor unserer Tür spawnen. Dann legen wir den jetzt. Ich denke, der braucht noch ein paar. Ist auf jeden Fall schon tendenziell müde. Wir haben ja noch 90. Machen wir einfach ein bisschen weiter, ne? Und dann holen wir uns auch noch diesen super coolen Stego. Oh, was haben wir denn hier? Du bist ein Fiomia Level 145? Den nehmen wir auch mit. Der ist fast Max Level. Auch wenn es nur ein Fiomia ist. Super cool. Der kriegt ein paar Karotten. Und dann nehmen wir den auch mit, ne? Okay, das wird ein Haufen neuer Dinos heute. Hier sind überall noch Ostereier. Das Bunny Dodo ist ja noch unterwegs. Wir können die nicht mehr einlösen. Die Kochtöpfe. Ja, da sind die ganzen Blueprints schon nicht mehr vorhanden. Das Osterevent ist schon wieder vorbei, aber wir haben noch richtig viele Eier. Die können wir dann hoffentlich nächstes Jahr verwenden. Na gut.
Jetzt sollten die irgendwann auszähmen, alle. Der Stego sieht ja wohl ultra cool aus. Habt ihr schon mal so einen coolen Stego gesehen? Grün, rot. Nice. Natürlich auch wieder so ein bisschen violett dabei. Der futtert fleißig. Dem habe ich mal nur so Beeren gegeben. Das ist ja nur so ein Level 96er. Der ist ja unter 100. Und ja, wir machen mit dem wahrscheinlich nie wieder was. Der steht einfach in der Basis, sieht cool aus. Muss jetzt nicht perfekt rauskommen. Hauptsache, der zähmt aus. Und hier haben wir noch den Bronto liegen. Der kriegt natürlich Karotten. Der ist super gut. 135er Bronto ist, glaube ich, schon ziemlich schwer zu finden. Der sollte jetzt dann auch irgendwann auszähmen. Oh, du hast aber große Füße. Yeah. Unser erster Bronto, der kriegt auf jeden Fall einen Plattformsattel. Oh, da gibt es schon wieder Stress. Immer das Gleiche hier. Wow, 75er. Okay. Ich hoffe, ich habe den Kleinen nicht getroffen. Sieht nicht so aus. Wieso hast du den aufgefressen? Der hätte gute Ressourcen für uns gehabt. Ich farm die jetzt immer ab, die Dinger, weil die so kostbar geworden sind. Wenn ich irgendwo so eine Defense-Unit sehe, dann wird die getötet und abgefarmt. Und wenn sie schon tot ist, dann wird sie auf jeden Fall eingesammelt. Das sind kostbare Ressourcen für uns. Na gut, dann halte ich hier noch so ein bisschen die Stellung. Sieht eigentlich relativ entspannt aus. Aber da kann jede Sekunde wieder irgendwas spawnen, wie wir gesehen haben. Ziemlich viele Ichthys unterwegs. Da muss man echt ein Auge für haben. Sonst fehlt uns dann einfach mal wieder ein Gewehr oder so, wenn wir nicht aufpassen. Also da muss ich echt vorsichtig sein. Aber bis jetzt habe ich alle rechtzeitig erwischt. Da vorne ist auch ein Bronto. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler. Level 25. Nicht besonders spannend. Ja, mit den Rexen und den Gigas ist es heute nichts geworden. Ich denke, wir müssen uns wieder so ein bisschen drauf konzentrieren, was wir finden. Das ist einfach super wichtig in Ark. Wir können nicht sagen, wir gehen Rexe und Gigas suchen. Das funktioniert meistens nicht. Das ist wieder ziemlich nach hinten losgegangen. Und ja, man muss einfach die Augen offen halten und das nehmen, was hier rumläuft. Wir brauchen auch wieder mehr Flieger. Also immer noch mehr Flieger. Wenn wir irgendwelche High-Level-Flieger sehen, egal was, dann werden die auch mitgenommen. Die sterben einfach hier wie die Fliegen in Extinction. Und, oh, du bist schon fertig. Sweet. Fiomia. Männchen. Die. Okay. Du brauchst natürlich noch einen Namen. Wie nennen wir dich denn? Options? Change Name. Fiomia. Wie nennen wir dich? Wie wär's mit Hubert? Sweet. Dann haben wir auf jeden Fall auch genug Dünger. Das ist immer gut. Brauchen wir auch manchmal. Wie siehst du denn aus? Okay, das dauert noch richtig lange. Ja, ich werde hier noch so ein bisschen chillen und einfach abwarten, bis die beiden fertig sind. So ein Bronto braucht einfach ewig lange mit Gemüse. Vielleicht haben wir das nächste Mal dann die ersten Kibbles. Aber ich glaube, die Brontos brauchen wirklich schon exceptional und das ist dann auch schon wieder ziemlich kostspielig. Wir müssen auch wieder eine Runde drehen und die Biberdämme looten. Ich mache das jetzt im Moment nicht. Ich will keinen Stress mit den Bibern, während ich Dinos zähme. Das ist immer unpraktisch. Kann nach hinten losgehen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Und ich glaube, der Archie kann das Holz eh nicht nach Hause tragen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Das ist wieder die Gewichtsgeschichte. Na gut. Dann halte ich weiter die Augen offen und bewache unseren super coolen, unser Bronto-Weibchen. Das letzte Möhrchen, dann sollte sie theoretisch mit uns kommen. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir hängen irgendwie so an der Seite. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Namen für sie. Und ich habe da schon sowas rausgesucht. Ich denke, wir nennen sie einfach Kas. Moor? Boah, das ist ein bisschen kompliziert hier alles. Kas Moor. Oh, das ist aber falsch rum. So. So müsste das passen. Das bedeutet so viel wie großer Fuß auf Schottisch-Gälisch. Ich weiß nicht, ob das ein guter Name ist für einen weiblichen Bronto, ne? Also du hast für einen Bronto hast du ja sehr zierliche Füßchens, muss man schon sagen. Also, ich hoffe mal, sie verzeiht uns. Auf jeden Fall habe ich jetzt einfach mal so ein paar schottisch-gälische Sachen rausgesucht. Wir müssen hier so ein bisschen mehr Abwechslung in die Namen bringen, denke ich. Das hier ist Hubert. Der ist typisch, ja, typisch borisch sozusagen.
Und dann haben wir hier noch Dathach, der auch schottisch-gälisch für bunt ist. Und ich glaube, der ist ziemlich bunt. Ich glaube, der Name passt. Gut, dann bringen wir die jetzt mal alle nach Hause. Der sieht mega cool aus. Also ich weiß nicht, ob ich schon... Hatten wir schon mal einen Dino, der so cool gefärbt war wie Dathach? Ich weiß nicht. Ich spreche das auch alles definitiv komplett verkehrt aus. Aber ich glaube, es gibt nicht allzu viele Leute da draußen, die schottisch-gälisch sprechen. Ich hoffe, ich trete da niemandem auf die Füße. Okay. Der sieht so hübsch aus. Den müssen wir mitten in die Basis stellen fast. Wir haben jetzt schon einige bunte Dinos, aber der ist definitiv der hübscheste, denke ich. Was meint ihr? Den müsst ihr euch gleich nochmal ganz genau anschauen. Dann müssen wir auch die ganzen Sättel an den Start holen. Die brauchen natürlich alle einen Sattel. Oh, sind so ein bisschen früh abgebogen scheinbar. Stopp! Was ist hier los? Absteigen! Ist irgendwo was? Ich sehe nichts. Kommt mal alle mit. Vielleicht ist in der Basis irgendwo so ein Ichti unterwegs. Ja, das ist ein Ichti. Die sind überall. Das ist die totale Pest. Lass mich in Ruhe. Okay. Da ist immer noch der kleine Mesopithecus unterwegs. Hat er sich wieder erschreckt. Nice. Dann haben wir wieder einen riesen Packen neuer Dinos. Gleich mal alle auf Passiv pfeifen. Und dann holen wir die jetzt. Dann satteln wir die jetzt. Ne? Wir müssen einen Sattel holen für den Bronto und Plattformsattel. Und wir brauchen einen Fiomia und einen Stego-Sattel. Alter. Die Färbung ist einfach so genial. Ich habe keine Ahnung, von welchem Event das jetzt kommt. Valentins-Event war das, glaube ich, nicht mehr. Das müsste das Oster-Event sein, ne? Ich glaube, da gab es auch wieder bunte Dinos. Irgendwie gibt es ja jetzt zu jedem Event immer bunte Dinos. Aber der ist schon richtig genial. Grün, rot, so ein grün-bläuliches etwas und Gold. Ziemlich cool. Das ist ein Männchen. Unser anderes Stego ist auch ein Männchen, oder? Ich sehe nichts. Teko. Teko muss auch ein Männchen sein. 174 ist schon ein bisschen hochgelevelt. Teko sieht hier ziemlich langweilig aus im Vergleich, ne? 5000 HP hast du schon. Und du? Mal gucken. 3000. Okay, also wir haben ziemlich viele Hitpoints gelevelt, glaube ich. Yeah. Nice. Also die Färbung gefällt mir ultra gut. Das ist die normale Tex-Dego-Färbung hier. Da gibt es natürlich leichte Abweichungen, aber die sehen alle ähnlich aus. Und unser neuer ist schon mega bunt. So. Bronto. Wir brauchen einmal einen Bronto-Plattform-Sattel, bitte. Oh, das wird teuer. Wir brauchen Silica-Pearls. Sowas haben wir doch gar nicht. Wir haben, glaube ich, nur sehr wenige Silica-Pearls. Dann stellen wir erstmal einen normalen Sattel her. Dann brauchen wir noch einen Fiomia-Sattel. So ein Ding. Die sind easy. Und einen Stego-Sattel. Bam, bam. Okay. Dann sollten wir alle haben. Irgendwelche coolen Skins haben wir dafür auch nicht. Das heißt, wir können die direkt satteln. Und den Bronto kann man uns dann überlegen, ob wir da vielleicht wieder... Ja, wir könnten natürlich wieder was auf die Plattform bauen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, weil die Brontos hier, glaube ich, die sind einfach zu schwach für die, für Extinction. Ich weiß nicht, ob wir mit denen in Extinction irgendwas anfangen können, großartig draußen. Die werden uns wahrscheinlich ziemlich schnell sterben, wenn wir da mit denen rausgehen. Das heißt, wahrscheinlich bleibt sie hier einfach mal in der Basis, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt einen richtig guten Bronto. 10.000 Hitpoints ist natürlich schon ziemlich cool. Ich glaube aber, der Feuerdamage der Wyvern ist prozentual. Das heißt, so ein Feueratem, der tickt dann für meinetwegen 10% oder was, der HP. Und dann stirbt der Bronto genauso schnell wie wir auch. Das bringt natürlich dann überhaupt nichts, dass der viele Hitpoints hat. Okay, du kriegst auch noch einen Sattel. Du kriegst den hier. Oh, den müssen wir anmalen. Das sieht ja viel zu langweilig aus auf dem bunten Stego. Die... Wir müssen unbedingt Farben herstellen. Da sollten wir langsam alle möglichen Ressourcen, alle wichtigen zusammen haben. Hubert, du kriegst auch noch einen Sattel. Bam. Hatten wir schon Fiomia? Bin mir nicht sicher. Glaube nicht.
Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Fiomia. Das muss irgendwo hier in die Gegend, glaube ich. Richtung Gewächshaus. Und dann bauen wir dem hier noch so eine kleine Box oder sowas. Dass das sich hier auch wohlfühlt, ne? Die Trompeten immer so cool. Trinken wir mal einen Schluck und füllen die Flasche wieder auf. Okay, dann haben wir wieder ein paar neue Mitglieder in unserem Tribe. Ich denke, wir brauchen wieder ein paar mehr Flieger. Ich habe da schon wieder so Befürchtungen, dass das zu wenige werden. Wir haben schon wieder keine Eule mehr. Ich sollte die Eulen einfach zu Hause sitzen lassen. Das geht gar nicht. Die sterben, sobald ich mich draufsetze. Da oben haben wir noch zwei Archies, Jolie und Peter. Peter? Und Pia? Peter ist der Petri. Was macht der denn da? Nee, Peter ist ja auch ein Archie, ne? Oh, ein Ei! Gleich mitnehmen? Mega kostbar. Wieso sammelt der Kühlschrank das Ei nicht ein? Vielleicht war ich schneller als der Kühlschrank. Naja, wir haben auf jeden Fall drei Archies, die alle ziemlich low sind. Ich habe den besten Archie hier mitgenommen. Ist der an? On. Powered. Collect. Collect Mode. Generic. Kann alles einsammeln. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der alles einsammelt, was hier so gelegt wird. Dass wir die ganzen Eier und so haben. Wir brauchen nämlich viele Eier und wir haben im Moment noch nicht viele. Die Dillos legen, glaube ich, schon ganz gut. Die Dodos auch. Aber ansonsten fehlen uns die Eier. Wir brauchen vor allem große Eier. Wo ist denn... Ah, frisch geölt. Du bist ein Männchen, ne? Wieso bist du kein Weibchen? Du könntest Eier für uns legen. Ich weiß nicht, was mit dem Skin da los ist. Der war ja ursprünglich mal... Ich glaube, der war riesengroß, hat über die Augen drüber geguckt. Jetzt ist es mehr so ein Heiligenschein. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? Dann sieht er wenigstens wieder was. Ich denke, wenn wir den einmal rausnehmen, wieder draufsetzen, dann sieht er wieder normal aus. Das ist immer das Reloggen, wenn man einmal das Spiel... Einmal den Server runterfährt und wieder neu startet, dann sehen die Skins teilweise ein bisschen komisch aus. Na gut, wir haben auf jeden Fall den schönsten Stego der Map gefunden. Das ist schon mal ein ganz ordentliches Achievement. Den stellen wir jetzt einfach mal mitten in die Basis. Und ich glaube, der wird immer irgendwo mitten in der Basis stehen. Der ist einfach viel zu hübsch, um irgendwo versteckt zu stehen. Ich muss auch unbedingt mal die ganzen Dinos hier aufräumen. Wir haben schon wieder so viele. Und dann muss ich wohl oder übel mal wieder losziehen nach Snow Owls gucken, ne? Da gibt es auch hin und wieder ein paar Archies. Das ist auch ganz interessant für uns. Die Lindwürmer, also die Managamia, können wir, glaube ich, jetzt in der Basis sitzen lassen. Ich weiß nicht, ob wir für die noch eine gute Verwendung haben. Die sind jetzt so... Die sind nicht mehr so praktisch, wie sie mal waren. Ich weiß nicht, ob wir die noch gut nutzen können. Schauen wir die mal hier oben aufs Haus, wenn wir das schaffen. Die sind ja auch noch so schwer zu steuern. Das kommt auch noch dazu. Okay. Läuft. Ich hab's geschafft. Wir sind auf dem Helideck gelandet. Dann noch irgendwie parken. Die sind natürlich auch noch riesengroß. Die sind super cool. Und vor allem super cool gewesen. Also, ich denke nicht, dass wir die wirklich praktisch im Kampf oder für Expeditionen oder so noch einsetzen können. Die sind, glaube ich, ein bisschen unpraktisch geworden, wie gesagt. Dann nehmen wir, glaube ich, wieder lieber Vögel, also entweder Archies oder die Eulen. Die Eulen verliere ich immer, also am besten Archies. Wobei die sich, glaube ich, nicht viel geben. Die Heilfunktion ist natürlich super gut von den Eulen, aber die sind ungefähr gleich schnell, können ähnlich viel tragen. Also, die Archies können, glaube ich, deutlich besser Tiere transportieren. Ich weiß gar nicht, ob die Eulen, die können es, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Und die Archies können inzwischen alle möglichen Riesendinos tragen, also das ist auf jeden Fall praktisch. Von dem her am besten so für einen Allrounder einen Archie nehmen, glaube ich. Mal gucken. Mal gucken, was wir auch finden. Ist ja nicht so, dass wir uns das aussuchen können. Wir gucken einfach mal, was wir Gutes finden. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Dinos, so viel ist schon mal klar. Wir müssen das ganze Kibbel herstellen. Und da müssen wir langsam mal so ein paar starke Dinos an den Start kriegen, wie gesagt. Ein paar Gigas, ein paar Rexe. So ist der Plan. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Für heute würde ich sagen, lassen wir es erstmal gut sein. Wir haben einen Stego, der mega cool aussieht. Das war nicht der Plan für heute, aber ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Wir haben einen Bronto, das heißt, wir haben jetzt auch bald so ein paar Bronto-Eier. Können dann Exceptional Kibbles herstellen, das ist auch schon wieder ein riesen Upgrade. Und da muss ich auch mal gucken, woher wir Silica Pearls bekommen. Da bräuchten wir dringend mehr von. Für heute müssen wir aber erstmal wieder Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Episode Extinction. Bis dann. Tschüss.